Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von Risen 1. In der letzten Folge haben wir ein paar namenlose Gräber schon geplündert und sind hier in einer, ja, ich würde sagen, Höhle stehen geblieben und haben einen Schatz herausgefunden. Aber ich würde sagen, wir machen mit den namenlosen Gräber weiter. Porten wir uns einmal kurz zur südlichen Ruine. Weil uns fehlt nur noch eins. Ich guck mal kurz auf der Karte, auf der Questkarte. Namenlose Gräber, Questkarte. Hier müssen wir hin. Da müssen wir irgendwie hin. Das ist irgendwie beim Hof oder so. Beim Hof der Novizen, würde ich sagen. Ne, dann potten wir mal und zur anderen Ruine. Zur westlichen Ruine. Da ist es, glaube ich, näher dran. Ja, genau. So, dann würde ich sagen, ich gehe mal hier den Weg lang. Warte, ich guck nochmal. Da geht's hier. Ne, da müssen wir zum Hof. Ich glaube, das ist da, wo wir da die Wölfe gekillt haben für den einen Novizen. Da war doch so eine große Höhle und da war so ein Ausgang. Glaube ich, da irgendwo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz zu den Ruinen. Bekomme ich Fallschaden? Jo, nein. Noise. So. Neil chillt hier. Neil, was geht? Pass gut auf dich auf, Kleiner. Jo, mach ich. Du aber auch. So. Auf dem Hof waren wir ja schon lange nicht mehr. So, dann haben wir eigentlich fast alle namenlosen Gräber geplündert. Ist eigentlich der letzte dann. So, hallo Kinder, was geht? So, wo war die Höhle? Da vorne war die Höhle. Ich glaube da hinter der Höhle, oder? Hier irgendwo. Boot? Doch nicht in der Höhle. Ich bin ein Keiler, lala. Ja! Oh, Kinder, Kinder, Kinder. Oh mein Gott. Fuck. Mann, das ist doch Kaki. Ich meine, wer läuft auch mit wenig Gesundheit rum? So. Ah ja, wir sind wieder in der Höhle. Perfekt. So, westliche Ruine kurz. Hä, aber die Höhle ist dann doch nicht in... das Grab ist doch dann nicht in der Höhle. Beziehungsweise außerhalb der Höhle. Hä, wir haben dann Fallschaden bekommen, oder? Da hat uns der Keiler so viel abgezogen. I don't know. So, Neil, was geht? Du weißt, was du zu tun hast. Oh ja, das weiß ich. Häufiger speichern. Häufiges Speichern muss ich machen. So. Gegner sind hier keine. So, dann bin ich mal gespannt, ob es echt da bei den Keilern ist oder doch bei der Höhle. So, erstmal speichern. So, was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Da haben wir ein Heilkraut. Da haben wir Wölfe. Ja, ich mache erst die Keiler.
Aber die Wölfe sehen schon sehr, sehr stark aus. Ich glaube, wir kommen hier so oder so zu den Wölfen. Ja, also der kommt hier angerannt. Ich use a bolt, Alter. So. Speichern wir mal. Ja, die Wölfe müssen wir machen. Hier haben wir eine Minze. Heilkraut. Das Grab ist hier irgendwo. So, speichern wir mal. Ja. 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 Okay. Wolf, chill mal. Sehr schön. So, hier haben wir ein Heilkraut. Ich habe eine Mana-Wurzel. Würde ich sagen, ich nehme mal die 3 und speichere mal. So, sehr schön. Aber wo ist das Grab? Das Grab sieht ein bisschen tricky versteckt aus. Oder ist es in der Höhle? Warte, ich guck mal, wenn ich mal in der Höhle rein bin. So, hier haben wir gar nichts. Wir müssen ja hier lang. So, da lang? Also doch in der Höhle. Okay. So, hier. Ich glaube hier, oder wie? Speichere mal. Ich glaube, da... Hey, da ist gar nichts. Hier kann man auch gar nicht buddeln. Ich glaube, hier waren ja auch Ghule, oder? Nee. Da vorne sind Wölfe. Wir müssen quasi da lang. Ich speichere mal. Ist doch in der Höhle. Kommt noch ein Wolf. Ja, ein normaler Wolf. Lul. Jo, sehr gut. So. So, ich guck mal kurz auf der Karte. Jo, wir sind ja ganz woanders. Okay, wir müssen irgendwie vor der Vulkanfestung raus. Hallo. Hallo, mach doch keinen Schaden. Okay, gut. Also, sehr schön. Da ist, glaube ich, ein Burg her, oder wie? Ja moin, da kommt halt noch einer. Warte, ich nehme mal kurz die Nummer 3. Zum zweiten habe ich ja gar nicht gerechnet. So. Sehr gut. So, was haben wir hier eigentlich? Hier haben wir Grabmotten. Krallenfalte. Ja. Jo, die sind sympathisch als Gegner. Da ist noch ein Wolf, oder? 2 sogar. Ich speichere mal. 3 Wölfe sogar. Ja. Ja. Oh.
Jungs, chillt mal. Sehr gut. So, dann würde ich sagen... Ja, ich teleportiere mich zur Vulkanfestung. Vulkanfestung? Hier. Weil irgendwie... ist die gar nicht hier. Jetzt müssen wir halt ein bisschen laufen. Ich meine, wenn wir... Nee, kommen wir auf die andere Seite. Einfach Levitationszauber nehmen. Ja, moin. So, was haben wir hier? Hey, Ignaz. Nee, Ignatius. Ignaz, ja, moin. So, ich meine, wir können Spruchrollen auch nochmal herstellen, oder? Ja, zwei Berserker machen wir mal. Weil Berserker ist echt strong. Liebestagebuch. Gute Arbeit. Heute war ein sehr schöner Tag. Ich brauche Spruchrollen. Oh ja, die brauche ich auf jeden Fall. Levitationsrune. Was brauchen wir eigentlich? Flügel haben wir halt gar nicht. Da kaufe ich lieber... Ja, 4 Stück. Skelett beschwören können wir auch. Oh mein Gott, aber die Rune hat er halt nicht. So, was können wir verkaufen? Wir können ihm halt gar nichts verkaufen. Ja, komm, handeln. Jo. Das ist sehr gut. Ah. Wenn wir hier schon mal hier sind, dann würde ich sagen, ich plündere mal die Truhe von dem guten alten Inquisitor. So, speichern wir mal. Jawohl. Hä, sind die alle so einfach? So, was haben wir? Berserker, Mana-Trag und 550 Gold. Das hat sich schon mal gelohnt. So, Berserker haben wir 12 Spruchrollen. Das ist schon mal sehr nice. So, dann würde ich sagen, ich gehe mal raus. Gucke ich mal. Vielleicht haben wir hier auf dem Weg mehr Glück, das Grab zu finden, statt so. So, dann würde ich sagen, ich glaube, der hatte auch eine Goldschmiede, oder? Vielleicht können wir... Ja, oder? Kann er uns was beibringen? Nö, kann er nicht, weil er so low ist. Goldschmiede hat er auch. Ja, moin. Geschicklichkeitsring können wir herstellen. Okay. Das ist halt sehr stark. Das Amulett würde ich halt sehr gerne herstellen. Geklaut, verstanden? Jojo. Weil wir haben ja gar kein Amulett und 15 Stärke sind halt... 15 Stärke. You know what I mean. Ist halt sehr stark, würde ich meinen. Deswegen gehen wir danach, wenn wir Level Up sind, auf Schmied zweimal. Brauchen wir halt 10 Lernpunkte. So, dann würde ich sagen, ich guck mal. Okay, hier irgendwie geradeaus, okay. Dann gucken wir mal, wo das namenlose Grab ist. Komm, ich spring da runter. Sehr gut. Speichere mal. Ich guck mal nochmal. Okay, das ist irgendwo da. Ich habe was gehört. Ein Echsenmensch. Ja klar. Ja komm, wir versuchen den mal. So, erstmal die Heiltränke nehmen. So. Dann speichern wir mal.
dann versuchen wir mal. Jo, chill, Bruder. Alter Mann. Mann, wieso sind wir so low? Ich glaube, ich nehme Berserker, oder? Ich hätte magische Schutzrune holen sollen. Ja komm, wir haben 12 Stücke, YOLO. So, jetzt kriegst du aufs Maul, habe ich gehört. Ja moin. Alter, der greift so schnell an, ey. Alter, die sind hier richtig strong. Ich muss ja eher magische Schutz holen. Weil Echsenmenschen sind gerade richtiges Problem. Komm schon. Hallo Kinder, chill mal. Oh mein Gott. Puh, wo ist dein Schwert? Hallo, Schwert. Da haben wir das. So, was hat er denn für einen Teleportstein dabei? Vulkanfestung, südliche Ruine, glaube ich, oder? So, okay. Da vorne ist es doch, oder? Ja genau, das ist irgendwo runter. Dann würde ich sagen, ich nehme mal Levitationszauber. Ah ja, da kommst du ja auch nur mit Levitation hin. Ja moin. Ah ja, ich habe eine Heldenkrone, sehr gut. So, Heldenkrone. Heilpflanze. Eine Beere. Das da? Das da? Was ist da? Okay, sonst haben wir hier gar nichts. Was haben wir hier eigentlich? Kristallkugel der Levitation. Ah ja. So. Hier haben wir einen Grab. Nummer 5. Der Helm sieht richtig lustig aus. So, erstmal Staub wischen. So, was haben wir denn hier? Wir haben 250 Gold, einen Pokal und Brief von Kapitän Stahlbart. Level up. Oh mein Gott. Das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, ich gehe mal erstmal zur Vulkanfestung. Und hol mir den magischen Schutz, also die Rune quasi. Und dann, wenn wir herstellen können, stellen uns einige her. Weil die Echsenmenschen sind echt stark, ey. Ich meine, wir müssen halt die Parade von denen, den Angriff halt so blocken und dann halt einmal zuschlagen. Dann geht's. Aber wir gehen auf Nummer sicher. So. Ich glaube, der hatte doch die Rune, oder? Ich brauche Spruchrollen.
Illusion erschaffen. Magischer Schutz. So, was brauchen wir denn? Leere Spruchrolle. Obsidian. Obsidian, what the fuck? Wieso brauchen wir Obsidian dafür? So, dann verkaufen wir ihm einmal das Schwert. Dann verkaufen wir ihm noch ein bisschen Pokale. Weiß nicht. Seine Pokalsammlung. So. Würde ich sagen, wir stellen uns mal. Fünf her. Liebes Tagebuch. Sieht gut aus. Heute war ein sehr anstrengender Tag. Die Ex-Menschen haben mich wieder platt gemacht. So, dann würde ich sagen, ich nehme mal. So. So, danach potte ich mich mal zum Banditenlager. Lern mal Schmiedekunst, Rang 3. Rang 3, weil dann können wir das Amulett herstellen. Dann haben wir ein bisschen mehr Stärke wieder. Zeig mir deine Ware. Hat ja eigentlich was Neues, nö, oder? Nö, der hat nicht mal einen Helm zum Verkaufen. Dieser Lutscher. Bring mir was über das Schmieden bei. Ich will Bastardschwerter schmieden. Wie man eine Waffe schmiedet, weißt du ja schon. Aber um größere Waffen zu schmieden, musst du deine Technik ändern. Eine große Klinge kühlt schneller aus. Deshalb musst du schneller und präziser arbeiten. Fass den Hammer weiter oben an, dann brauchst du nicht so viel Kraft und du kannst schneller arbeiten. Diese Präzision hilft dir auch beim Goldschmieden. So kannst du feinere und mächtigere Schmuckstücke herstellen. Ah, okay, nice. Ich will Zweihandschwerter schmieden. Du musst den Schmiedehammer auf der glühenden Klinge tanzen lassen. Schnelle und präzise Schläge. Wenn du dieses spezielle Singen der unfertigen Klinge hörst, machst du es richtig. Nur so kannst du die allerbesten Eigenschaften des Metalls hervorholen und wahrhaft meisterliche Stücke anfertigen. Jo, sehr schön. So, dann würde ich sagen... Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Gut. Was willst du? Ich brauche einen Rohling für ein Bastardschwert. Hier. So. Das heißt, wir müssen... Hä? Okay, das war jetzt richtig komisch. So, dann würde ich sagen, Amulett. Gib ihm. Jo, sehr schön. Gute Arbeit. Ja, komm. Ich will halt schmieden. Pass auf, was du anfasst. Jo, alles gut, alles gut. Ich brauche einen glühenden Rohling. Oh, Mann. Hallo. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Nein. Ich will hier rein. Hey, wie... Hallo. Nein, Oscar, geh weg. Ja, ich gehe erstmal pennen. Mann, ich will so ein Bastardschwert herstellen. Wie viel Stärke haben wir eigentlich? 68? So, dann würde ich sagen, ich penne mal. Bis zum nächsten Mittag. Ich hoffe, Oscar ist dann weg von der Schmiede. Dann können wir uns ein Bastardschwert herstellen. Vielleicht ist es besser sogar als... Nein, der schmiedet halt immer noch. Hallo, Oscar. Ich brauche ein glühendes Schwert. Ja, aber ich brauche ja die Äste. Oscar? Was willst du hier? Wem sagst du das? Hey, kann ich da gar nichts herstellen, oder wie? Hey, nee. Ich brauche ein glühendes Schwert. Ja, aber das glühende Schwert brauche ich ja. Pass auf, was du anfasst. Ja, chill.
Ich brauche einen glühenden Rohling. Ja, ich muss den ja hierhin. Oh mein Gott, das ist für mich zu kompliziert. Warte. Ich mache einfach Trick 17. Trick 17 mache ich und gehe einfach zum Vulkanversuch. Und stell's halt daher. Irgendwie crazy, dass ich da irgendwie nichts anklicken kann. So. Ich meine, wir können uns halt noch so einen Stärkering herstellen. Oder so einen Schutzring. Das wäre auch nicht schlecht. So, Kommandant, was geht? So, ich hoffe, wir können uns dann ein Bastardschwert herstellen. Aber ich hoffe, dass das Bastardschwert halt ein bisschen stärker ist, also vom Klingenschaden, wie unser jetziges. Ich meine, unser jetziges hat Klingenschaden 50. Ich bin da mal gespannt, wie viel so ein... Ja, der ist halt auch hier. Ja, moin. Hallo. Ich will klauen. Ha, verarscht. Ich brauche ein stumpfes Schwert. Ich brauche einen glühenden Rohling. Ich brauche ein glühendes Schwert. Hey, kann ich die gar nicht da reinmachen, oder wie? Ich meine, das meine ich, könnte ich erstellen. Oder das da. Hier wird nicht schlecht geklaut, verstanden? Ah, ich klaue ja gar nicht. Ah, ich bin so blöd zum Herstellen. So, ich würde sagen, da es sehr gut geklappt hat, Hafenstadt. Jo, sehr gut. Ich meine, wir haben ja einen Rohling. Haben wir überhaupt einen Rohling? Ja, Stahlrohling. Schmiedefeuer. Aber die Dinger sind halt immer besetzt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Lilly, was geht? So. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Weasel, was geht? Guck mal, alles frei. Sehr schön. Esse. Hier, Bastardschwert. Ich muss damit zu einem Amboss. Amboss, hier. Dann Wasserdruck. Stumpfes Bastardschwert. Sag, du bist fertig. Jetzt müssen wir warten, bis der Schmiedeknecht fertig ist. Geilo. Komm, das sieht sehr gut aus. Das sehe ich von hier. Yo, nice. Ehrenmann. Klingschaden 60, oder? Fertig. Scharfes Bastardschwert. Wie viel Klingschaden? 50. Ja, moin. Oh mein Gott. Das hat jetzt auch sehr viel gebracht, was wir gerade gemacht haben. So, dann würde ich sagen, südliche Ruine. Dann gehen wir mal zu Petty. Nee, westliche Ruine. Westliche Ruine. Westliche Ruine. Südliche, westliche Ruine. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu Petty. Petty Stahlbad. Die ist ja da vorne. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
meine, wir können kurz noch die Hinweise da angucken. Bulba war der letzte von ihnen. Am Ende musste ich 6 Gräber ausheben. 5 für den Meuterer und 1 für den Schatz. Ich vergrub 6. Warte. Ah, Meuterer 2. Ich vergrub 6 Schatztruhen in den Gräbern. Aber nur ein Grab enthält mein wertvolles Hab und Gut. Ferngold war der schwerste von ihnen. Der Kerl wog so viel wie 2 ausgewachsene Wildschweine. Für alle Truhe war da noch kaum Platz. Kaum noch Platz. Damit ich auch in Zukunft niemanden an mein Gold zu schaffen machen kann, stetig tödliche Fallen auf, die jeden auf Anhieb töten. Der versucht, meinen Schatztruhen zu öffnen. Dieser Trick war eigentlich immer Barnabas Markenzeichen, dass er einmal selbst das gleiche Schicksal wie seine Opfer erleiden würde, wäre ihm sicher im Traum nicht eingefallen. Die Meuterer 4. Nun, nur die eine Truhe ist ungefährlich, allerdings auch nur, wenn man weiß, welche Truhe es ist und wenn man einen Dietrich benutzt. Um Taras tut es mir ehrlich gesagt ein wenig leid, er war ein guter Mann. Okay. Die Meuterer 5. Auf den Gräbern stehen nun Kerzen, die Namen der Meuterer tragen. Nur das eine Grab trägt den Namen eines alten Säufers, den Korgan in Ashondor einmal ausgeraubt hatte. Ob er heute auch noch so stolz drauf wäre, ich werde es nie erfahren. Okay, Hinweise. Es gibt einige Gräber und tödliche Fallen. So, Patty, wo bist du? Patty ist weg. Oh shit. Aber wo Patty hingegangen ist, ob sie kurz zum DM gegangen ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Euer Crunchy.